Die rheinland-pfälzischen Marktverschuldung und gleichzeitig bleibt für uns der Verbrauch. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Im März diesen Jahres sagte der Chef des Bundeskanzleramtes Helge Braun, CDU, ich zitiere: Wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben, dann können wir zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren. Auch wenn er von dieser Aussage heute nicht mehr viel wissen möchte. Fast wortgleich und jedenfalls inhaltlich identisch haben sich im Juli diesen Jahres auch der Bundesminister des Auswärtigen, Heiko Maas, SPD, und der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP und Vizepräsident des Deutschen Bundestags, Wolfgang Kubicki, geäußert. Ich möchte diese Aussagen nur in Erinnerung rufen, ehe jeder, der sich im Rahmen dieser Debatte für eine Rückkehr zur Normalität und für die uneingeschränkte Geltung der Grundrechte ausspricht, als Corona-Leugner oder Schlimmeres verunglimpft oder im Zusammenhang mit Gewalttaten gebracht wird. Ich rufe diese Aussagen auch in Erinnerung, weil die Parteien der zitierten Personen dort, wo sie in Regierungsverantwortung stehen, das genaue Gegenteil praktizieren. Das geht insbesondere an die Adresse der FDP, deren Protagonisten auf Bundesebene gerne von Freiheit reden, auf Landesebene, auch hier in Rheinland-Pfalz, aber bisher jede Einschränkung kritiklos mitgetragen haben. Lindner, Kubicki, alles Lippenbekenntnisse. Seit nunmehr anderthalb Jahren fahrt Rheinland-Pfalz im Ausnahmezustand, mit teilweise verheerenden Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Der Grundsatz, dass Grundrechtseinschränkungen eines triftigen Grundes bedürfen und sorgfältig abgewogen und geeignet, erforderlich und angemessen sein müssen, ist geradezu ins Gegenteil verkehrt worden. Der Druck auf nicht geimpfte Menschen wird immer weiter erhöht. Wir nähern uns immer weiter einer Impfpflicht durch die Hintertür. Die Einführung von 2G Light in Rheinland-Pfalz unter dem Euphemismus 2G Plus ist hier nur ein Beispiel für diesen zunehmenden Druck auf Ungeimpfte. Und bei der diesbezüglichen Debatte im Gesundheitsausschuss, liebe Freie Wähler und liebe FDP, habe ich Ihre Stimme nicht vernommen, als ich das kritisiert habe. In der Realität wird aus 2G Plus künftig wohl immer öfter 2G werden, wie der SWR in einem Beitrag vergangene Woche zu Recht bemerkte, weil sich Cafés, Restaurants und Kneipen in Zukunft aus Gründen der Einfachheit und Sicherheit immer öfter auf dieses Modell beschränken werden. Ein anderes Beispiel ist die Tatsache, dass Rheinland-Pfalz ab Oktober diesen Jahres keine Entschädigung mehr für den Verdienstausfall nicht geimpfter Menschen im Falle einer angeordneten Quarantäne leisten möchte. Generell ist die Sinnhaftigkeit zahlreicher Einschränkungen fraglich. Die Einschränkungen im Bereich des Einzelhandels reichten von völliger Schließung über Personenbegrenzungen und Öffnungen mit vorher vereinbarten Terminen bis zur Öffnung unter Geltung der allgemeinen Schutzmaßnahmen. Insgesamt konnten aber für das erste Halbjahr 2021 dem Einzelhandel im Rahmen der Kontaktnachverfolgung sage und schreibe 33 Neuinfektionen zugeordnet werden. Und unabhängig von der Schwere der Einschränkungen bewegten sich die zugeordneten Neuinfektionen wöchentlich zwischen 0 und maximal 3 Neuinfektionen für ganz Rheinland-Pfalz. Hier muss man doch ernsthaft fragen, ob diese Einschränkungen in dieser Form wirklich erforderlich waren. Die Zuordnung als an bzw. mit Covid-19 verstorben wurde in der Regel alleine aufgrund eines zeitlichen Zusammenhangs mit einer nachgewiesenen Infektion vorgenommen. Obduktionen erfolgten regelmäßig nicht. Eine Überlastung des Gesundheitswesens aufgrund von Covid-19-Infektionen drohte ebenfalls nicht, wie eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung verdeutlicht. Diese geht für das Jahr 2020 von einem Rückgang der stationären Fälle in deutschen Krankenhäusern von 16% aus. Die Bettenauslastung sank auf ein Allzeittief von 67,3% insgesamt und 68,6% auf den Intensivstationen. Und eine wichtige Zahl, wir sprachen gerade von Fakten, für die Versorgung von Covid-Patienten wurden im Jahresdurchschnitt nur zwischen 2 und 4% der Intensivbetten benötigt. Von einer drohenden Überlastung kann daher an dieser Stelle wohl kaum die Rede sein. Angesichts dieser Fakten, der aktuell niedrigen Inzidenzen, einer vollständigen Impfquote von über 63% und der Tatsache, dass nunmehr jeder ein Impfangebot erhalten hat, ist es an der Zeit,
endlich zur Normalität zurückzukehren und die bestehenden Einschränkungen für alle Menschen aufzuheben. Mehr dazu in der zweiten Runde. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, vieles von dem, was gerade gegen eine Aufhebung der bestehenden Einschränkungen vorgetragen wurde, ist nicht neu und war zu erwarten, obwohl ich eben reichlich Fakten vorgetragen habe. Dabei zeigt uns der Blick ins Ausland, in Länder, die diesen mutigen Schritt gewagt haben, dass die prognostizierten Negativszenarien nicht zwingend so eintreten. Genauso wie bisher die meisten Negativszenarien nicht im vorhergesagten Umfang eingetreten sind. Großbritannien hat bereits am 9. Juli konsequent alle Einschränkungen aufgehoben und das mit einer zu diesem Zeitpunkt deutlich niedrigeren Impfquote als hierzulande. Das große Chaos blieb aus, auch wenn die Inzidenz nun tatsächlich höher liegt, als das in Deutschland der Fall ist. In Dänemark wurden ebenfalls alle wesentlichen Maßnahmen zum 10. September aufgehoben. Auch hier blieb der große Knall aus, auch wenn die Impfquote dort höher liegt. Wenn sich nun auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung für einen Freedom Day und die Aufhebung aller Einschränkungen zum 30. Oktober ausspricht, dann sollten wir einen entsprechenden Ansatz auch in Erwägung ziehen. Wir haben in Deutschland keine Impfpflicht und wir wollen sie bekundetermaßen auch nicht. Jeder in Deutschland und in Rheinland-Pfalz hat ein Impfangebot bekommen und bis Ende Oktober ist ausreichend Zeit für jeden, der das noch nachholen möchte. Es ist jetzt an der Zeit, die Verantwortung an die Menschen in unserem Land zurückzugeben. Die Menschen in diesem Land brauchen eine Aussicht auf Normalität und keine endlose Aneinanderreihung immer neuer Maßnahmen und Einschränkungen von Grundrechten, die immer schwerer nachzuvollziehen und verfassungsrechtlich immer schwerer zu begründen sind. Keine Spaltung der Gesellschaft durch die zunehmende Stigmatisierung nicht geimpfter Menschen und vor allem keine Impfpflicht durch die Hintertür. Freedom Day statt 2G. Vielen Dank.